Er ist der schnellste, extremste und edelste Seriensupersportwagen der Welt. Mit 420 Kilometern pro Stunde Topspeed jagt der Franzose über die Straße. Dieses Hypercar kratzt an den Grenzen der Physik. Ein motorisierter Superlativ. Es ist diese Ambivalenz zwischen Schönheit und Biest. Um das Biest in dem brachialen Ingenieurskunstwerk zu wecken, haben die Entwickler das Beste noch besser gemacht. Man fängt hier an zu arbeiten, wo die anderen aufgehört haben. Der Auftrag, ein Hypersportwagen mit 1500 PS und 420 km/h Spitze. Die ganze Welt hat gesagt, das schafft ihr sowieso nie, so viel Leistung in ein Auto zu packen. Da hat sich die ganze Welt geirrt. Aber die enorme Power, die in der Rakete steckt, sorgt für neue Herausforderungen. Man muss sicher sein, dass man noch genug Gewicht an der Front hat, damit er nicht abhebt. Für einen gesunden Body-Mass-Index haben die Elsässer den Allradler mit jeder Menge Carbon, Titan und Magnesium ausgerüstet. Vieles, das sie normalerweise nur in Formel-1-Fahrzeugen finden. Und der elegante Spitzensportler mit dem 16-Zylinder-Motor ist alles andere als normal. Da sind sich die Konstrukteure einig. Ob man den Chiron vergleichen kann mit einem anderen Fahrzeug? Nein. Gott schuf Himmel und Erde und die Franzosen den Bugatti Chiron. Im französischen Molsheim sitzt die Speerspitze des Fahrzeugbaus, die Hypercar-Manufaktur Bugatti. Seit 110 Jahren entstehen auf dem Gelände des alten Familienanwesens die Rekordhalter unter den Dreamcars. Das 2004 neu errichtete Werksgebäude in Form des Firmenlogos nennen die Elsässer liebevoll die Traumfabrik. In ihrem Inneren montieren 20 Mitarbeiter an 12 Stationen bis zu 16 Fahrzeuge parallel. Mit diesen Produktionszahlen gehört Bugatti zur Haute Couture unter den Fahrzeugherstellern. Anführer der aktuellen Kollektion ist der Bugatti Chiron. Es ist sehr viel Handarbeit, es ist wie beim Formel-1-Rennstall. Es wird alles handgefertigt auf verschiedenen Stationen. Wir haben 300 und mehr Leute, die bei Bugatti arbeiten. Das sind Ingenieure, das sind Vertriebsleute, das sind Einkäufer. Das sind Leute, die eine Passion haben, nämlich Supersportwagen zu entwickeln, zu bauen und zu verkaufen. 2 Monate dauert es, bis die Franzosen aus rund 2600 Einzelteilen ein neues Motorsport-Kunstwerk gefertigt haben. Unter der Haube des Chiron steckt pure Performance. Der stärkste Serienmotor der Welt hat 16 Zylinder und 8 Liter Hubraum. Damit erreicht der Bugatti die Rekordgeschwindigkeit von 420 Kilometern pro Stunde. 4 versetzt zündende Turbolader beschleunigen das 1500 PS starke Geschoss in 2,4 Sekunden von 0 auf 100. Statt einer klassischen Fertigungslinie gibt es in Molsheim 4 Spezialstationen. Sie enthalten jeweils 2 eigenständige Hebebühnen. Denn das Sportcoupé besteht auch aus 2 Teilen, die die Mitarbeiter im Laufe der Produktion miteinander verheiraten. Immer 3 Mechaniker montieren, ausschließlich in Handarbeit, das sogenannte Rolling Chassis des Chiron. Das fahrbare, nackte Fahrzeugskelett. An der Bugatti-Laderampe wartet eine teure Lieferung. Dieses Karosserieteil läutet den Bau eines neuen Allrad-Giganten ein. Das Monocoque ist eine hohle Fahrerkabine und besteht zu 100% aus carbonfaserverstärktem Kunststoff, kurz CFK. 4 Stahlzapfen fahren jetzt aus dem glänzenden Boden der Werkshalle. Auf ihnen installieren 2 Arbeiter eine Montageplattform. Dann hievt die Fertigungscrew das 150 Kilo schwere Carbongerüst auf die Plattform. Jedes Material, das die Bugatti-Konstrukteure verbauen, erfüllt einen bestimmten Zweck. Wir nutzen bei Bugatti sehr edle, aber vor allem auch sehr leichte Materialien. Es gibt unglaublich viel Magnesium, Titan, Carbon, Aluminium. Alles Dinge, die man normalerweise nur in der Formel 1 findet. Musik
In der Technik gibt es keine Wunder. Unser Bugatti Chiron ist fähig, mehr als 400 km/h zu fahren und schafft es von 0 auf 100 in weniger als 3 Sekunden. Das sind sicherlich Zahlen und Leistungswerte, die unwirklich wirken. Aber das bedeutet einfach viel Arbeit seitens der Entwicklung und auch seitens der Produktion, um zu gewährleisten, dass diese Leistung auch immer erreicht werden kann. Im Inneren des Carbon-Cockpits verlegen die Monteure den Kabelbaum. Der Strang besteht aus 2,5 Kilometern Kabel und ist das Nervensystem des Chiron. Er verbindet die 20 Steuergeräte des Franzosen. Mit Titanschrauben fixieren die Mechaniker die elektrischen Leitungen am Monocoque. Wie alle Elemente der Rennmaschine ist auch der Kabelbaum möglichst kompakt und leicht konstruiert. Auf der zweiten Bühne entsteht gleich der Hinterrahmen des Edelcoupés. Zunächst bringen die Arbeiter aber das Montagegestell zum Herz des Bugatti, dem 640 Kilo schweren 16-Zylinder-Motor. Aufgrund der Größe und des enormen Eigengewichts des Aggregats kommt in Molsheim die Fertigungsbühne zum Motor. Mit einem Kran setzen die Mechaniker den Hochleistungsantrieb aus Deutschland auf der Montageplattform ab. Gefertigt werden die Triebwerke im Volkswagen-Motorenwerk in Salzgitter. Auf dem 2,8 Millionen Quadratmeter großen Gelände gibt es eine eigene Bugatti-Abteilung. Wer hier arbeitet, gehört zur absoluten Elite unter den Antriebskonstrukteuren. Denn der 16-Zylinder ist quasi der heilige Gral unter den Motoren. Zwei Monteure benötigen eine Woche, um einen der 1500 PS Quad-Turbos zu bauen. Ihr macht ein Auto, was über 400 km/h fährt und abends elegant vor die Oper fährt. Dazu muss man nicht nur ein Auto haben, was das kann, sondern auch einen Antrieb, der in der Lage ist, Sommer-, Winter-, Stadtverkehr, Stau und auch Rennstrecke zu kombinieren. Und das ist durchaus eine Herausforderung. Formel-1-Teams können schnelle Rennmotoren mit viel Leistung machen, gute Motoren für die Straße machen kann Volkswagen für den Golf. Und diese Kombination aus zwei Welten, das ist dann die Bugatti-Spezialität. Speziell sind auch die vier Arbeitsplätze in der Antriebsabteilung, von den Monteuren Produktionsnester getauft. Jede Station ist so aufgebaut, dass hier ein komplettes Aggregat entstehen kann. Insgesamt 3 der leistungsstarken Schwergewichte fertigen die Experten pro Woche. Um den Antrieb möglichst kompakt zu konstruieren, sind jeweils 8 Zylinder auf 2 V-förmige Bänke verteilt. So entsteht ein unechter W-Motor mit 16 Zylindern. Maximale Beschleunigung erreicht der W16 durch 4 Hochleistungsturbolader. Über eine Turbine verdichtet das Quartett angesaugte Luft der Fahrzeugfront und presst sie schrittweise in den Brennraum. Durch Bugattis sogenannte Registeraufladung schalten sich Turbo 3 und 4 ab 2800 Umdrehungen pro Minute dazu. Das verhindert ein Turboloch, sorgt also für konstante Leistung. An Produktionsnest 2 ist ein neues Kurbelgehäuse bereit für die Montage. Ein Mechaniker hat gerade die Kolben in den 16 Zylindern verbaut und sie mit der Kurbelwelle verbunden. Bevor die Motorbauer weiterarbeiten, simulieren sie mit einem elektronischen Drehmomentschlüssel den Motorlauf. So prüfen die Arbeiter, dass durch den Kolbenhub keine Reibung an der Zylinderwand entsteht. Andernfalls könnte es später während der Fahrt zu einem schweren Motorschaden kommen, dem Kolbenfresser. Der Motor des Chiron besteht aus rund 3700 Einzelteilen. Die Monteure bauen an Arbeitsplätzen neben dem Montagebock einzelne Komponenten vor. Dieser Arbeiter fertigt gerade verschiedene Elemente des Motorantriebs. Hier verbaut er eine Kraftstoffpumpe. Sie befördert später die benötigte Menge Sprit zum Aggregat. Dann setzt der Arbeiter die Lichtmaschine ein. Ihre Aufgabe ist es, Strom für die Starterbatterie und andere Verbraucher zu generieren.
Parallel bereitet sein Kollege die Ölwanne zur Montage vor. Sie muss absolut dicht sein. Denn die Wanne enthält später das zur Schmierung des 16-Zylinders benötigte Motoröl. Deshalb bringt der Arbeiter sie jetzt zu einer Automatikstation. Hier finden zwei unterschiedliche Prozesse statt. Ein spezielles Sauerstoffplasma reinigt zunächst die Oberfläche des Behälters. Auch wenn die Konstrukteure strikt auf Sauberkeit achten, befindet sich auf den Bauteilen immer noch eine feine Schmutzschicht. Anschließend trägt die Station ein schwarzes Dichtmittel auf den Rand der Magnesiumschale auf. Ist der Kleber vollständig verteilt, hat der Arbeiter 20 Minuten Zeit, um das Bauteil zu montieren. Dazu setzt er die Ölwanne über der Kurbelwelle auf die Unterseite des Motorblocks auf und verschließt sie damit. Nur besonders geschulte Monteure dürfen den Chiron-Motor bauen. Wer die knapp zweijährige Zusatzausbildung absolviert hat, kann zu Recht stolz sein. Ich bin einer von insgesamt 8 Monteuren weltweit, die diesen Motor in Serie bauen dürfen. Das erfüllt einen natürlich sehr mit Stolz. Und es ist, als wenn man das Hobby zum Beruf gemacht hat. An Station 3 ist die enorme Dimension des Verbrennungsmotors schon zu erahnen. Seine Kraft zieht der Quadturbo aus dem Entzünden eines Kraftstoff-Luft-Gemischs. Diese Nockenwellen sorgen für das richtige Mischungsverhältnis. Angetrieben von der Motorkette rotieren die Nocken um ihre Metallwelle und drücken so abwechselnd auf die Ventile der einzelnen Zylinderköpfe. Dadurch öffnen und schließen sie sich später in einem bestimmten Takt. Pro Zylinderbank verschrauben die Mechaniker 2 der 1 Kilo schweren Maschinenelemente. Im W16-Motor des Chiron gibt es insgesamt 4 Nockenwellen. Damit sich das Gemisch auch entzünden kann, setzen die Konstrukteure jetzt 16 Zündkerzen in die Zylinder. Sie liefern den finalen Impuls, um den Motor zu starten. Außerdem beeinflussen sie die Leistung, den Verbrauch und den Schadstoffausstoß des Viertakters. Zwischen 500 und 3500 Mal pro Minute erzeugen die Kerzen einen kraftvollen Funken. Die dadurch entstehenden Explosionen setzen das Kolbenorchester an der Zylinderbank in Gang. Der Grundmotor, also alle Komponenten, die zum Betreiben der Antriebseinheit nötig sind, ist jetzt komplett. Fertig montiert ist das gewaltige Triebwerk aber wesentlich größer. Alle weiteren Anbauteile dienen der Bugatti-Philosophie. Mehr Power und maximale Performance. Die endgültige Dimension des W16-Antriebs eines Chiron entspricht dem 4-fachen eines normalen PKW-Aggregats. Seit 2005 entstehen im Werk in Salzgitter die Triebwerke für die französische Edelmarke in Handarbeit. Schon bei der Firmengründung 1909 wurden bei Bugatti die Motorblöcke von Hand gegossen. Die Aggregate für die ersten Modelle entstanden damals auf dem Werksgelände in Molsheim. Auch wenn die Arbeitsbedingungen vor rund 110 Jahren sicher härter waren, der Grundaufbau der Hochleistungsmotoren hat sich kaum verändert. Mit seinen Renn- und Luxusfahrzeugen zählte der Mailänder Firmengründer schon damals zu den Legenden der europäischen Automobilgeschichte. Ettore Bugatti hat Fahrzeuge entwickelt und gebaut, die heute noch Ikonen in der Automobilgeschichte sind, so wie der T35 oder der Bugatti Atlantique. Ettore Bugatti war ein Perfektionist und er hat in den 20er und 30er Jahren hier in diesem Werk Unglaubliches geleistet. Alleine, dass wir unser Werk nicht Fabrik nennen, sondern Atelier, sagt schon sehr viel aus. Der ganze Standort Molsheim hier im Elsass in Frankreich ist einzigartig für einen Automobilhersteller, weil er Historie pur atmet und verbreitet und das kann kein anderer Hersteller. Der Name Bugatti stand von Beginn an für revolutionäre Ideen. 1933 baute der Mailänder Visionär sogar einen Schienenbus mit 200 Kilometern pro Stunde Spitzengeschwindigkeit. Für seine ungewöhnlichen Einfälle
wurde Ettore anfangs oft belächelt. Doch in den 1920er Jahren wurden Bugattis Supersportwagen vor allem durch die Rekordzahl von 2000 Rennsiegen weltweit berühmt. Auch der Name Chiron spielte damals schon eine Rolle. Chiron war ein Rennfahrer aus den 20er Jahren, ein sehr erfolgreicher, der mit Bugattis viele Rennen gewonnen hat. Und heute ist der Bugatti Chiron, der so genannt wurde nach ihm, der Hypersportwagen schlechthin. Und sein Herzstück ist der Motor, ein 8-Liter-Motor mit 16 Zylindern und bis zu 1600 PS. Dem Ziel, mit dem neuen Chiron den schnellsten Seriensportwagen der Welt zu bauen, stand die Branche aber durchaus kritisch gegenüber. Die ganze Welt hat gesagt, das schafft ihr sowieso nie, so viel Leistung in ein Auto zu packen. Aber aus 8 Liter Hubraum, 1000 PS, ist eine konventionelle Aufgabe. Man macht Turbolader dran, man kriegt die Leistung irgendwann dargestellt. Und dann kriegen sie das große Problem, dass sie nirgendwo auf der Welt einen Prüfstand finden, der diese Leistung fahren kann. Aber die Ingenieure haben genau dieses Problem gelöst. An einem eigens entwickelten Prüfstand setzen sie den 8-Liter-Antrieb unter Druck, bis der Krümmer glüht. Nach seiner Fertigstellung testen die Konstrukteure die Leistung und vor allem die Haltbarkeit jedes Antriebs. Hinter den knapp 30 cm dicken Sicherheitswänden der Testkabine hat das Team den Verbrenner festgeschnallt und mit einer Belastungsmaschine gekoppelt. Sie kann dem Motor seine volle Leistung von 1500 PS bei 6700 Umdrehungen pro Minute abverlangen. Die Belastung auf dem Prüfstand ist wesentlich höher als während der Fahrt. Ein Motor wird bis zu 1000 Stunden auf dem Prüfstand gequält. Das sind viele Zehntausende, Hunderttausende Kilometer auf der Straße. Wenn ein Motor das hier am Prüfstand überlebt hat, dann wird er alles überleben. Ein gewaltiges Gebläse kühlt den Motor während des Tests. Spezielle Sensoren messen insgesamt 500 unterschiedliche Werte, die die Tester auf dem Monitor kontrollieren. Die Tests waren auch ein wichtiger Bestandteil für die Entwicklung des 16-Zylinders. Denn die Ergebnisse flossen in das 3D-Modell des PS-Monsters ein und halfen den Konstrukteuren, mögliche Schwachstellen zu erkennen. 3 Jahre hat es gedauert, das Triebwerk des Chiron zu entwickeln. Optimierungsbedarf entsteht oft auch aufgrund von Gesetzesvorgaben. Entsprechende Maßnahmen, die die Ingenieure an den Bildschirmen planen, müssen dann am realen Bauteil verifiziert werden. Bei einem speziellen Hörtest kontrolliert ein Akustiker, ob sich die Simulation der Abgasanlage mit der Realität deckt. Dazu gibt der Klangexperte über einen Lautsprecher einen Sinuston auf die Endrohre des Auspuffs. Der Schall versetzt die Luftteilchen im Inneren der Anlage in Schwingung. Über ein Mikrofon zeichnet der Ingenieur die Resonanz auf. Dadurch lassen sich Sound und Lautstärke auf dem Monitor sichtbar machen. Bis 2026 müssen Fahrgeräusche eines PKWs auf 68 Dezibel sinken. Gleichzeitig darf der Motorsound aber nicht leiden. Die akustischen Faktoren des Chiron sind vor allem für das Fahrgefühl entscheidend. Das Hören des Fahrers ist ja ein völlig unbewusster Vorgang. Trotzdem hat er ja ein bestimmtes Informationsbedürfnis. Er will wissen, wenn die Straße sich verändert. Er will wissen, ob der Motor zu niedrig dreht oder zu hoch. Er will wissen, wie die absolute Fahrzeuggeschwindigkeit ist über die Windgeräusche. Wenn eine dieser Informationen fehlt, dann wird das Fahrzeug als unharmonisch empfunden. Das Rollgeräusch ist relevant. Wie sind die Scheiben aufgebaut? Wie gut ist das Fahrwerk isoliert zur Kabine? Das alles prägt das Gesamtgeräusch, was der Fahrer empfindet. Das Ganze muss in ein gleichmäßiges Konzert eingestimmt werden, damit man im Innenraum ein gutes Empfinden für das Fahrzeug entwickelt.
Und wer könnte das Empfinden in neuen Modellen besser testen als eine Koryphäe aus dem Rennsport? Der ehemalige Le Mans-Sieger Andy Wallace ist Bugattis Testpilot. Rund 100.000 Kilometer hat er in den Luxussportwagen aus Molsheim bereits zurückgelegt. Ein absoluter Traumjob. Auch zur Leistung und dem Laufverhalten des Chiron gibt der Brite den Entwicklern direktes Feedback aus der Fahrerkabine. Wenn du Autos magst und vielleicht sogar von Supercars träumst, dann ist dieses hier die absolute Spitze. Dass ich dieses Auto jeden Tag fahren kann. Wenn ihr mir das mit 7 Jahren gesagt hättet, hätte ich das niemals geglaubt. Für mich ist das fantastisch. An die folgende Fahrt wird Wallace aber noch lange denken. Mit diesem Chiron soll der Brite einen neuen Geschwindigkeitsrekord von 304,773 Meilen pro Stunde, also 490,484 Kilometer pro Stunde, aufstellen. 1600 PS besitzt das Vorserienmodell Chiron Supersport 300 Plus und damit nochmal 100 PS mehr Leistung. Auf der Teststrecke im deutschen Era Lessin sollen sich seine Reifen gleich 4100 Mal pro Minute drehen. Es wäre das erste Mal in der Geschichte, dass ein Serienfahrzeug die 300-Meilen-Grenze knackt. Es geht los. Andy Wallace tritt das Gaspedal durch und ist 2 Sekunden später schon 100 Kilometer pro Stunde schnell. Das rund 11 Quadratkilometer große Testgelände liegt mitten in einem Kiefernwald. Kurven und Geraden wechseln sich rasant ab. Dadurch ist es schwer, das Fahrzeug gerade in der Spur zu halten. Man muss ständig lenken, um geradeaus zu fahren. Und das bei einer Geschwindigkeit von 136 Metern pro Sekunde, bei der alles sehr, sehr schnell auf einen zukommt. Die Sinne spielen verrückt und man muss versuchen, die Kontrolle zu behalten. Das macht man nicht jeden Tag. Man kann das also auch nicht üben. Am Ende macht man es einfach und das ist ziemlich beeindruckend. 3,5 Kilometer vor dem Rekord wird der Chiron immer schneller. Der Abtrieb, auch Downforce genannt, auf sein Heck nimmt zu. Dadurch hebt sich die Fahrzeugfront. Dem Prinzip nach dem Flugzeuge abheben wirkt der Bugatti mit einem komplizierten Aerodynamikkonzept entgegen. Nach 70 Sekunden Vollgas knackt Wallace den Rekord. Wow! Guys, what a fantastic car. Dankeschön, grazie, merci. I can't thank you enough. Im Atelier im französischen Molsheim transportiert ein Arbeiter ein wichtiges Bauteil zu einem neu eingetroffenen Motorblock. Dieses 7-Gang-Direktschaltgetriebe verkuppeln 2 Mechaniker jetzt mit dem Triebwerk. Die automatische Schalteinheit sorgt für eine konstante Leistung beim Gangwechsel. Indem gleichzeitig eine Kupplung schließt, während eine andere öffnet, sorgt das Automatikgetriebe für gleichmäßige Zugkraft. Dann bringen die Arbeiter die neue Antriebseinheit zu einer Montagestation. Die 1000 Quadratmeter große Halle ähnelt eher einem sterilen OP-Saal als einer Fahrzeugwerkstatt. Auf dem hochglänzenden Kunstharzboden finden sich weder Ölflecken noch der Gummiabtrieb von Autoreifen. Rund 300.000 Euro kostet alleine der Motor des Zweisitzers. Um das Hochleistungsaggregat herum entsteht in den nächsten Stunden der Hinterwagen des Franzosen. Dazu montieren die Bugatti-Chirurgen neben der Hebebühne zunächst das Fahrwerk an die Seitenteile der Karosserie. Auch sie bestehen vollständig aus Carbon. Zunächst schraubt ein Monteur die Einzelradaufhängungen am Kohlefasergerüst fest. Das Hypercar hat keine starre Achse. Das heißt, dass jeder Reifen einzeln angesteuert werden kann und damit möglichst viel Grip, also Auflagefläche, auf dem Asphalt hat. So liegt der knapp 2 Tonnen schwere Bugatti auch bei engen Kurvenfahrten auf nasser Fahrbahn stabil auf der Straße. Je nach Fahrsituation reguliert der Bordcomputer dazu zum Beispiel Spur und Sturz der 4 Räder.
Der gesamte Unterbau des Extremsportlers ist adaptiv. Auch diese Federbeine, die der Mitarbeiter jetzt verbaut, lassen sich wahlweise auf das Profil Familienkutsche oder Rennwagen einstellen. Indem mal mehr und mal weniger Öl von einem Dämpferrohr ins andere fließen kann, wird die Härte, im Fachjargon die Kennlinie des Dämpfers, verstellt. Jetzt montiert der Arbeiter mit seinem Kollegen das fertige Seitenteil am Motorblock. Einen neuen Boliden in der französischen Edelmanufaktur zu fertigen, ist kompliziert und beinhaltet 2590 Einzelschritte. Da kommt es vor allem auf ein gutes Timing im Produktionsablauf an. Wir montieren immer 16 Autos parallel. Insgesamt 20 Arbeiter betreuen die Fertigung. Darunter 7 Mechaniker, 4 Karosseriebauer, 3 Personen, die das Interieur montieren, 2 Lackierer und 4 Elektriker. Das Team aus diesen 20 Personen fertigt ein Fahrzeug in 8 Wochen. Das muss gut organisiert sein, um Verzögerungen zu verhindern und die Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Als nächstes erhält der Kraftprotz jetzt seine Abgasanlage. Bei laufendem Motor können am Endtopf Temperaturen bis zu 500 Grad entstehen. Deshalb montiert dieser Mitarbeiter zunächst ein verzinktes Hitzeschutzblech an den Abgasrohren. Sein Kollege trägt den riesigen Auspuff zum Chassis. 6 Endrohre befreien den Chiron später von dem, was das 8-Liter-Triebwerk aus seinen 16 Zylindern spuckt. Jetzt fixiert das Team den gewaltigen Titanschalldämpfer am Heck des Bugatti Rollings. Titan ist leicht, dehnbar und besonders temperaturbeständig. Das ist wichtig, damit das Material bei der enormen Hitze nicht reißt. Dann verkleidet die Crew den Mittelmotor mit weiteren Elementen, um ihn nach allen Seiten abzusichern. Wir haben jetzt alle Teile um den Motor herum montiert. Und wenn wir einmal alles zusammengebaut, verschraubt und verbunden haben, können wir den Wagen mit dem Vorderteil verbinden, also mit dem Monocoque. Das ist hier schon ein Unterschied zu klassischer Mechanikerarbeit in einer Werkstatt. Das ist wirkliche Montage. Also man beginnt bei Null und konstruiert das Fahrzeug von Grund auf. Das ist der Unterschied zu anderen Fahrzeugen, weil es ein Prestigewagen ist, ein extrem leistungsstarkes Fahrzeug. Man muss sehr genau arbeiten und darf keine Fehler machen. Auch im Monocoque wird es langsam eng. Insgesamt 320 Quadratmeter Carbon stecken in einem solchen Cockpit-Gerüst. Alle einzelnen Carbonfasern aneinandergelegt, ergeben die neunfache Strecke von der Erde bis zum Mond. Ein Mechaniker verbaut am Unterboden des Chassis-Elements jetzt eines der beiden Differentialgetriebe des Chiron. Ein Computer sagt ihm, ob er alle Schrauben mit dem passenden Drehmoment angezogen hat und speichert seine Produktionsdaten im System. Das Differential gleicht die Drehzahlunterschiede der Räder bei Kurvenfahrten aus. Die in einer Kehre innen liegenden Reifen legen einen kürzeren Weg zurück als die äußeren und drehen deshalb langsamer. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass die äußeren Räder mehr Kraft benötigen, um die größere Distanz in der gleichen Zeit zu bewältigen. Ein Getriebe im Inneren des Differentials verteilt die Kraft des Motors unterschiedlich stark auf die einzelnen Räder des Spitzensportlers. Ihn aus einer Höchstgeschwindigkeit von 420 km pro Stunde zum Stehen zu bringen, eine enorme Herausforderung für das Bremssystem. Bis zu 1100 Grad entstehen beim Bremsen des Kraftpakets. Das ist so heiß wie glühende Lava. Deshalb bringen die Männer im Atelier auch an der Radaufhängung zunächst einen Hitzeschild an, bevor sie die Carbon-Keramikscheiben montieren. Einer der Sportbremsteller wiegt knapp 8,5 Kilo. Ihr Sattel ist das weltweit größte 3D-Druckteil aus Titan. Unter den Serienfahrzeugen verfügt der Chiron derzeit über die leistungsstärksten Bremsen der Welt. Doch damit geben sich die Franzosen nicht zufrieden. The
Ich habe hier das Designmodell eines Bremssattels, den wir noch nicht in der Produktion haben, aber wir testen ihn momentan. Dort, wo Sie das Material an diesem Teil sehen, findet später die Belastung statt. Das Bauteil muss stabil sein. Und wo es kein Material gibt, wird das Teil auch nicht belastet. Das bedeutet, dass Sie dort Gewicht einsparen können. Es braucht keine erfundenen Formen. Die pure Ästhetik durch technische Anforderungen ist so interessant, dass man das Design des Bauteils daran ausrichtet. Und das ist an sich schon faszinierend genug. Als nächstes bestückt die Bugatti-Crew die Front des Monocoques. Dieser Arbeiter verbaut einen Schutz für die empfindliche Elektronik des Chiron und montiert ein Steuergerät zur Fahrdynamikregelung. Das sogenannte ESC hilft später dem Fahrer, die Kontrolle über den Boliden zu behalten. Durch gezieltes Bremsen einzelner Räder verhindert das System zum Beispiel ein Schleudern des Fahrzeugs bei rasanten Kurvenfahrten. Vier Tage lang hat das Team 2600 Komponenten an den Spezialstationen verbaut. Jetzt steht für Front- und Heckrahmen eine wichtige Zeremonie auf dem Programm. Wie alles bei Bugatti ist auch die Hochzeit von Monocoque und Hinterwagen im Molsheimer Edelatelier etwas Besonderes. Die Crew bringt zunächst die beiden Bühnen auf die gleiche Höhe. Die Rahmenteile müssen exakt ineinander passen. Um einzelne Elemente nachzujustieren, müsste die Konstruktion im schlimmsten Fall wieder zerlegt werden. Jetzt buxieren die drei Männer den knapp 750 Kilo schweren Hinterwagen zum Monocoque. Eine eiserne Laola-Welle begleitet den Hinterwagen zu seiner besseren Hälfte. Für die letzten Zentimeter sammelt das Team nochmal Kraft. Dass das Chassis des Chiron aus zwei Teilen besteht, hat mehrere Vorteile. Damit die Fahrerkabine später stabil und damit möglichst sicher ist, besteht das Vorderteil komplett aus Carbon. Die ganze Karosserie ist aber zu groß, um sie vollständig aus dem Leichtmaterial zu bauen. Außerdem ist das Fahrzeug so konstruiert, dass das Heck bei einem Unfall abreißen kann. Denn gerät der Motor in Brand, wird es schnell gefährlich. Insgesamt 14 Titanbolzen, die die Monteure jetzt verschrauben, sorgen dafür, dass Front- und Heckteil fest miteinander verbunden sind. Am Unterboden verbinden zwei Bugatti-Mechaniker jetzt die Leitungen für die Betriebsmittel des Luxusschlittens. Durch sie fließen später Motor- und Getriebeöle sowie die Bremsflüssigkeit. Die Treibstoffschläuche des Chiron bestehen aus dem zähen Kunststoff Polyamid. In diesen beiden Carbonkammern landet angesaugter Fahrtwind von der Fahrzeugfront. Er fließt über spezielle Filter in die Verdichter der vier Turbolader und wird anschließend mit erhöhtem Druck in die Zylinder gepresst. So steht für die Verbrennung des Kraftstoffs mehr Luft und damit mehr Sauerstoff zur Verfügung. Das Ergebnis? Eine stärkere Explosion, größerer Druck und dadurch eine lineare Motorleistung. Die Spezialschuhe des Bugatti sind eine Maßanfertigung von Michelin. Die knapp 36 cm breiten Reifen müssen während der Fahrt gewaltigen Kräften standhalten. Bei maximaler Geschwindigkeit drehen sich die Räder rund 50 Mal pro Sekunde. Das heißt, 7 Tonnen ziehen an ihrer Lauffläche. Das quält das zähe Gummi. Der Chiron trägt Semi-Slicks. Sie haben eine geringere Profiltiefe und damit weniger Masse. Dadurch haben die Reifen trotz der enormen Fliehkräfte ordentlich Grip. Ein Satz der Semi-Slicks kostet 9.250 Euro. Jetzt erhält der Bolide seine Betriebsmittel. Ein Mitarbeiter füttert den Franzosen mit Motoröl, Bremsflüssigkeit und 40 Litern Wasser. Dieses wird während der Fahrt über eine Pumpe 20 Mal pro Minute umgewälzt, um Motor und Antriebsstrang vor dem Überhitzen zu schützen.
Dann befüllt der Mechaniker den Tank des Spitzensportlers. 100 Liter Sprit passen in den Treibstoffbehälter. Im Schnitt verbraucht der Chiron 22,5 Liter auf 100 Kilometer. Für das Rolling Chassis des Bugatti geht es jetzt zu einer ersten Teststation im Anbau des Ateliers. Die Elsässer mussten für den Chiron einen neuen Prüfstand entwickeln, der in der Lage ist, den 1500 Pferdestärken des Hypercars standzuhalten. Damit ist auch das Bugatti Dynamometer das weltweit leistungsstärkste seiner Art. 1 Techniker schnallt den 2-Tonner zunächst an diesen Radkrallen fest. Dann fällt die Sicherungsklappe der Beschleunigungswalzen und die Schächte der Belüftungsanlage fahren hoch. An der Chassisfront befestigt der Mitarbeiter einen Frischluftschlauch, damit er im Cockpit nicht erstickt. Seine Kollegen haben dem Luxusschlitten zuvor provisorisch eine Frontscheibe eingesetzt. Zusätzlich montiert der Techniker jetzt 2 Türen, um möglichst reale Bedingungen im Fahrzeuginneren zu schaffen. Jetzt darf sich die PS-Bestie zum ersten Mal richtig austoben. Der Mitarbeiter beschleunigt auf 200 Kilometer pro Stunde. Insgesamt 342 Prüfungen muss das Kraftpaket absolvieren. 3 Stunden lang testet er den Motor, das Getriebe und sämtliche Fahrdynamikprogramme. Rund 60 Kilometer legt der Bugatti auf dem Prüfstand zurück. Dieser Chiron hat alle Tests bestanden. Der Mitarbeiter befreit den Wagen von den Radkrallen und demontiert die Türen. Sein Kollege bringt den rollenden Superlativ jetzt zur nächsten Station. Hier erhält der Chiron seinen Sonntagsanzug. Dazu baut die Exterieurcrew neben den Hubsäulen Verkleidungsteile vor, reinigt und poliert sie. Die einzelnen Elemente sind groß und fragil. Das macht diesen Arbeitsschritt extrem anspruchsvoll. Wir bekommen Teile, die perfekt lackiert und absolut makellos sind. Was dann für uns kompliziert ist, ist, die Teile einzusetzen, ohne sie zu beschädigen. Das ist nicht leicht. Wir müssen gut aufpassen, sehr genau sein und es schaffen, die Teile so anzubringen, dass alles perfekt für das finale Audit ist, damit der Kunde am Ende zufrieden ist. Bis zu 4 Tage dauert es, den Franzosen einzukleiden. Der Einbau der Frontscheibe ist besonders kompliziert. Sie muss exakt sitzen und absolut dicht sein. Um die Scheibe einzubauen, bestreichen die Monteure die Karosse zunächst mit einer Grundierung. Auf das Sicherheitsglas tragen sie einen Spezialkleber auf. Dann setzen die Arbeiter die Windschutzscheibe mit Hilfe eines Vakuumhebers auf den Fahrzeugrahmen. Das 2-Komponenten-Gemisch reagiert zu einem besonders elastischen Harz und sorgt dafür, dass das Glas auch starken Erschütterungen standhält. Jeder Chiron ist ein einzigartiges Kunstwerk und komplett individualisierbar. Die Auswahl an Material- und Farbkombinationen für das Design des Franzosen ist nahezu grenzenlos. Perfektion wird nie erreicht, sagte einst Ettore Bugatti selbst. Doch bis heute versuchen die Designer mit einer Mischung aus brachialer Kraft, technischer Schönheit und makelloser Eleganz möglichst perfekte Modelle zu erschaffen. Dabei arbeiten sie eng mit den Entwicklern zusammen. Denn das oberste Ziel der Motorsportkünstler lautet: Form follows Performance. Und so erfüllt auch das markante C der Bugatti-DNA auf beiden Seiten des Chiron einen bestimmten Zweck. Für viele Menschen sieht diese Linie wie eine stilistische Idee des Designers aus. Oh, sie ist so schön und romantisch, lass es uns so machen. Genau das Gegenteil ist aber der Fall. Die Anforderung des Ingenieurs, den Luftstrom entlang der gesamten Karosserieseite zu nutzen, um ihn zu Kühlzwecken in den Motorraum zu leiten, war der Grund.
pressured air into the engine compartment for cooling. Für mich als Autodesigner ist das der schönste Weg, wie ich einer technischen Herausforderung mit einer stilistischen Idee begegnen kann. Nach diesem Prinzip hat sich Bugattis Fahrzeug-DNA konstant weiterentwickelt. Der außergewöhnliche Kühlergrill des Edelcoupés trägt, aufgrund seiner Form, auch den Spitznamen das Hufeisen. Im Jahr 1910 hatte das Bugatti-Modell Typ 13 jedoch noch eine eiförmige Front. Um die Fahrzeug-Aerodynamik zu verbessern und den immer größeren Motor zu kühlen, passten die Designer die Optik des Grills den technischen Anforderungen an. Das einzige Teil eines Bugatti, das nicht form- oder gewichtsoptimiert ist, ist wohl das Markenlogo. Dieser Chiron im Atelier in Molsheim ist jetzt fast fertig eingekleidet. Jedes Element der Außenhaut dient auch der komplexen Aerodynamik. Sie besteht aus aktiven und passiven Systemen. Passiv sind alle Komponenten, die in die Verkleidung integriert sind. Aktive Module sind ansteuerbar und passen sich der Lage und der Geschwindigkeit des Fahrzeugs an. Der Supersportwagen ist ein Meister der Aerodynamik. Die Air Curtains an der Front lenken den eintreffenden Luftdruck gezielt durch das Fahrzeug und daran vorbei. Das presst den Chiron an den Asphalt und kühlt die Bremsen. Der 1,5 Meter breite Heckspoiler passt sich vollautomatisch der jeweiligen Fahrsituation an. 0,8 Sekunden nach Betätigen der Bremse kippt der adaptive Flügel im Winkel von 49 Grad und wird damit zur Airbrake, die den Bugatti hocheffektiv abbremst. Der hydraulische Spoiler ist das letzte der insgesamt 55 Verkleidungsteile, die die Mechaniker an der Edelkarosse verbauen. Wir regulieren über den Geschwindigkeitsbereich, Winkelstellung des Heckflügels, der Diffusorklappen im Unterboden. So stellen wir eben sicher, dass in jedem Fahrzustand das Fahrzeug sicher ist und entsprechend Geradeauslauf oder Agilität im Vordergrund stehen. Die Airbrake war 2017 ein wichtiger Baustein eines weiteren Weltrekords. Der Formel-1-Sieger Juan Pablo Montoya beschleunigte den Chiron aus dem Stand auf 400 km pro Stunde. Nach 700 Metern fuhr er bereits schneller als 300 km pro Stunde. Bei Sekunde 33 erreichte der kolumbianische Rennfahrer die 400er-Marke. Mit einer Vollbremsung brachte er den 2-Tonner nach 491 Metern in nur 9,3 Sekunden wieder zum Stehen. Für die maximale Beschleunigung und den Bremsvorgang des Chiron benötigte Montoya exakt 41,96 Sekunden und eine Strecke von 3,1 Kilometern. Das war ein neuer Weltrekord. Keinem anderen Fahrzeug ist diese enorme Leistung bis dato gelungen. Bei einer Vollbremsung aus Topspeed drückt eine Kraft von 850 Kilo auf den Heckflügel. Das zwingt die Hinterachse des Franzosen in die Knie. Bei diesem scharfen Bremsmanöver wirken Kräfte von etwa 2G auf Fahrzeug und Fahrer. Auf dem Bugatti-Werksgelände im französischen Molsheim ist jetzt ein weiterer Chiron komplett montiert. Damit er bei seiner ersten Testfahrt nicht verkratzt wird, beklebt dieser Mitarbeiter jeden Millimeter des Hypersportwagen mit einer Schutzfolie. Rund 4 Stunden dauert das Bekleben der Außenhaut. Dieser Bolide ist fertig foliert. Er wird später zeigen, was er drauf hat. Rund 350 Kilometer Testfahrt muss jeder Chiron vor der Auslieferung absolvieren.
Wir machen die Testfahrten mit einer Schutzfolie auf dem Fahrzeug. Es dauert einen halben Tag, um den Chiron zu folieren. Wir dürfen das Auto auf keinen Fall beschädigen. Wir möchten dem Kunden ein perfektes Fahrzeug liefern. Auf diesen 350 Kilometern versuchen wir, alle Fahrsituationen zu testen. Dörfer, Landstraßen, Bergfahrten, die Autobahn. Und außerdem haben wir den Flugplatz in Colmar gemietet, um auch das zu testen, was auf der Straße nicht erlaubt ist. Nur so kann der Kunde die Höchstgeschwindigkeit von 400 km/h später auch sicher fahren. Damit er das kann, steigt der Qualitätsprüfer jetzt für rund 5 Stunden auf den Fahrersitz. Auch das Cockpit ist mit Schutzhüllen versehen. Zusätzlich trägt der Kontrolleur Handschuhe, um auch am Sportlenkrad keine Spuren zu hinterlassen. Der Prüfer testet unterschiedlichste Faktoren, wie die Leistung, die einzelnen Fahrmodi und die Geräuschkulisse im Inneren des Chiron. Sobald ein Ledersitz in der Kurve quietscht, vermerkt der Testfahrer diesen Defekt in seinem Protokoll. Dann biegt der Prüfer auf einen Flugplatz ein. Hier bringt er den Chiron gleich an sein Limit. Über Funk kommuniziert er mit der Tower Crew. Denn der Flugverkehr läuft weiter und das kann schnell gefährlich werden. Auch das stürmische Wetter sorgt für erschwerte Bedingungen. Zügig rollt der Testfahrer an den Anfang der 1,6 Kilometer langen Startbahn. Dann kommt das Go aus dem Tower. Der Experte tritt aufs Gas. In rund 13 Sekunden beschleunigt er den Boliden auf 300 Kilometer pro Stunde. Das vorrangige Ziel ist aber nicht, die Höchstgeschwindigkeit zu testen, sondern die volle Leistung von 1500 PS aus dem Chiron herauszukitzeln. Aus Sicherheitsgründen ist der Franzose bei 380 km pro Stunde abgeriegelt. Mit diesem Spezialschlüssel lässt er sich um weitere 40 Stundenkilometer beschleunigen. Sobald der Highspeed-Key links neben dem Fahrersitz einrastet, checkt das Fahrzeug vollautomatisch alle Systeme. Denn bei mehr als 400 km pro Stunde kann jeder Defekt sofort tödlich enden. Der Chiron ist super zu fahren. Er hat ein unglaublich stabiles Fahrverhalten, auch bei schnellen Spurwechseln. Auch das Chassis ist großartig. Es reagiert auf jegliche Straßenverhältnisse. Es ist traumhaft, als würde man Ski fahren. Nach den Belastungstests geht es für den Chiron in die werkseigene Waschanlage. Erst wenn der Franzose blitzblank ist, darf er zu seinem neuen Besitzer. Bugatti. Die französische Sportwagenmanufaktur ist ein einziger Superlativ. An 12 High-End-Produktionsplätzen fertigen 20 Elite-Mechaniker im elsässischen Molsheim die schnellsten, edelsten und extremsten Hypercars der Welt. Mit mehreren Weltrekorden haben die französischen Grenzgänger bewiesen, wenn es vergleichbar ist, ist es kein Bugatti mehr. Auch nach mehr als 110 Jahren Fahrzeugproduktion hat sich an dieser Philosophie nichts verändert.